Und nun eine weitere Folge unserer beliebten Rubrik. Die 1000 korruptesten Behörden Deutschlands. Heute das Bums-Fidele-Bamf in Bremen. Ganz genau. Sie wissen es, in der Bums-Fidelen Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, wurden zwischen 2013 und 2016 Asylbescheide ohne Rechtsgrundlage erteilt. Ja, wahrscheinlich gegen Geld, sehr wahrscheinlich. Wie viele Asylbescheide waren das genau? 200.000. Fast. Fast. 1200 waren es wohl. Möglicherweise, danach sieht alles aus, haben Anwälte zusammen mit Komplizen aus dem Bremer BAMF positive Bescheide verkauft für bis zu 1000 Euro pro Person. Diese Filiale darf vorerst keine Fälle mehr bearbeiten. Ich habe keine Ahnung, was sie stattdessen machen. Tischtennis spielen, ich weiß nicht, Schiffe versenken. Hat Horst Seehofer den Laden noch im Griff? Das ist die Frage. Sein Staatssekretär sagt neulich noch: Es gibt überhaupt keine Anzeichen dafür, dass in der Zentrale des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg irgendetwas vertuscht oder unter den Teppich gekehrt wurde. E-Mails aus der Zentrale des BAMF in Nürnberg lassen einen anderen Schluss zu. Der zuständige Abteilungsleiter ordnete zwar eine Prüfung an, schrieb aber weiter: Würden Sie bitte geräuschlos wie vorgeschlagen vorgehen? Ich möchte nicht, dass alles bis ins Detail geprüft wird. Ja, natürlich. Ja, nicht so genau hingucken ist immer gut. Ne? Das ist wie beim Putzen hinterm Kühlschrank. Ne? Wer weiß, was man da findet. Wenn es ganz blöd läuft, scheitert Seehofers Karriere an einer Frau namens Josefa Schmidt. Das ist sie hier. Bis neulich noch Leiterin des Bremer BAMF. Sie hat wohl die Probleme entdeckt und Alarm geschlagen. Nach ihrer Darstellung wurde sie dafür strafversetzt. Eine, muss man sagen, vielseitig begabte Frau, die mal beinahe Schlagerkarriere gemacht hätte. Weil er bis sein Glück für die noch lange reicht. Weil's bei mir bleibt, wenn der beste Freund sich schleicht. Gut, man musste sich strafversetzen. Im Nachhinein. Ja. Hätte ich auch strafversetzt. Nein. Ja. Da gibt es jetzt unterschiedliche Darstellungen. Sie hat wohl im März eine Art Brand-SMS an Seehofer persönlich geschickt, auf die der Herr Minister aber nicht geantwortet hat. Ja, weil er wahrscheinlich das Video von eben kannte und sich gedacht hat: Kuckuck! Ja, könnte er bereuen. Seehofer muss jetzt aufräumen in seinem BAMF. Am besten mit einem BAMF-Reiniger, wenn Sie mich fragen. Ja. Die Zustände in Bremen waren ja wirklich unfassbar. Überlegen Sie mal, da sind Asylbewerber aus anderen Bundesländern regelmäßig hingekarrt worden zum Bescheide kaufen. In Bussen. Ich habe heute bei der Staatsanwaltschaft gefragt, ob ich mir das so vorstellen muss wie bei einer Butterfahrt. Mhm. Bus voll, hier vorfahren, und die Antwort war, ja, so ungefähr muss es wohl gewesen sein. Butterfahrt zum BAMF. Das ist so ein astreines Geschäftsmodell. Ne? Gibt's leider nicht mehr. Dabei haben die Anbieter so schöne Werbefilme produziert. Na, Lust auf einen Tagesausflug nach Bremen, das Kalkutta des Nordens, da sind Sie bei uns genau richtig. Bei BAMF Tours, Asylbescheid und Spaß dabei. Steigen Sie ein. Moin, moin, Flüchtlinge, wer hat alles Bock auf Bremen? Ja, das dachte ich mir. Auf geht er, der Peter. Die großen Bogen macht. Und alle! Der Kaiser. So, Freunde, jetzt spitzt mal die Lauschlappen. Ihr alle wollt Asyl. Tja, das ist in richtigen Bundesländern ganz, ganz schwierig. Ja, darum fahren wir nach Bremen. Wuhu! Ja, Bremen wird nämlich seit 73 Jahren ununterbrochen von der SPD regiert. Ja, deshalb ist die Stadt auch komplett im Arsch. So, was haben wir denn hier? Ah, hier, ein Afghane, zwei Syrer, ein Iraker und eine Oma aus Hildesheim, die glaubt, wir fahren zum Geburtshaus von Heino. Treffen wir dann den Heino? Ja, klar. Und die Hannelore. So, Leute, jetzt mal Butter bei den Fische. Hier, jeder von euch packt mir jetzt mal hier 1000 Euro rein. Ja, komm, lass jucken, Kumpel. 1000 Öcken, bitte. Was ist denn los, Abdul? Was guckst du denn so traurig, hä? Deutschland kostet Eintritt, ja. Ich sag mal, das Phantasialand ist ja auch nicht umsonst. Oh, meine Damen und Herren, wir sehen jetzt hier auf der rechten Seite das berühmte Bremer Weserstadion. One of the best German football teams in the world. BSV Werder Bremen.
Endstation Bamf. Ich hüpf mal eben raus und hol eure Bescheide. Oder, wie man in eurer Sprache sagt, hey, geh mal, geh mal. Mahlzeit, Fide. Du, ich brauch heute 8 Bescheide. Ich nehme mal hier oben die weg vom Stapel. Sind die alle unterschrieben? Ach so, und dann brauche ich noch ein paar Führerscheine und Pässe. Hast du was da? Danke, Fide, bis morgen. Bis der Beste, ne? Tschüss. So, Leute, hier sind eure Bescheide, die sind noch warm. Für die 1000 Euro gibt's nicht nur Asyl, nein, es gibt ja auch noch eine Heizdecke dazu und die brandneue CD von Josefa Schmidt mit all ihren Hits. Die hören wir jetzt auf der gesamten Rückfahrt, oder? Auf geht's! Weiß der Herzhorst, schwerer Bergwerk, weiß der Wahnsinn ist für mich, steh ich auf dich. Bamf-Tours, denn legal kann jeder. Weiß der Herzhorst, Martin Klempner, meine Damen und Herren.